Hallöchen, Mitte des Monats, wie immer Lutsches Zeit. Wir haben das gute Stück. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen, weil ich bin ein bisschen verschnupft. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Was uns diesmal erwartet. So. Das mal so lang. Okay. Notebook. Wow. Also trotz, dass ich verschnupft bin, rieche ich hier ziemlich parfümmäßig. Was ist das hier? Das ist eine Kissenhülle von Marvel Comics. Ich finde das geil, dass das immer dasselbe Design ist. Das ist ja jetzt schon, weiß ich nicht, das vierte Item, was so den Stil hat. Hier ist noch zum Beispiel das Buch und der Stift dazu. Jetzt fallen meine Cappies hier von der Wand. Finde ich echt cool gemacht. Jetzt sagen wir, packen das auch mal schnell aus. Das mal beiseite. Das ist so, wie nennt man das, den Stoff, Polyester oder sowas. Also es ist jetzt nicht weich oder so, das ist so ein bisschen stumpf, sage ich mal. Dadurch wirkt es ehrlich gesagt ein bisschen billig. Aber ja, mal sehen. Packen wir es mal beiseite, weil ein Einschein nach ist das hier das Kissen. Also die Füllung quasi. Die packe ich auch mal eben schnell aus. Super. So. Ah, okay, die war so ein bisschen Vakuum verpackt. Jetzt ist es so ein bisschen fluffig. Jetzt versuche ich das mal hier rein zu knockeln. In diese Hülle. Wenn ich es denn gebacken kriege. Na komm schon. So, und schnell zumachen. Ratsch. Und dann haben wir so ein Kissen. Ist das nicht cool? Also ich finde das geil. Das fetzt. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall fähig. Aber ich zeige euch das nachher, wenn die Kiste weg ist, nochmal ein bisschen besser. So, was haben wir hier? Rocket Beans. Zettelgedöns mal wieder. Ein Star Wars Comic. Gratis steht hier riesengroß drauf. Star Wars Rebels. Okay. Ich bin jetzt nicht so der Comicleser, aber warum nicht? Wenn man Geschäfte erledigt, kann man sich das wahrscheinlich mal anschauen. Was ist das? Passing Bad. Okay, so eine. Ah, das riecht so. Wow. Ist das offen? Nee. Das ist richtig kalt und das ist so eine Badesalz. Badesalz mit Kick. So eine Breaking Bad Hommage, sag ich mal. Okay, das riecht extrem. Aber ist jetzt nicht unangenehm oder so. Oh, schaut mal hier. Loot Chest Exclusive. Ja, geil. Ich glaube, das ist das erste Item, was Exclusive Lutches ist, oder? Ist ja geil, da fängt das jetzt auch an, das finde ich echt cool. Ja, weiß nicht, ob ich das ausprobieren werde, das riecht auf jeden Fall männlich, so. Kann ich euch das erklären? Das riecht so sportlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Batman-Socken. Na, leider. Viel zu klein für meine Füße. Leider. Für die Kinder viel zu groß. Auch Loot Chest. Schaut euch das an. Geile Nummer. Ja, weiß nicht. Vielleicht eine Frau für zu Hause. Keine Ahnung. Muss schauen. Was haben wir hier noch? Pen and Bookmark. Haben wir also einen Stift und einen
na, wie nennt man das? Wie heißt das denn? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall hier so schön 3D. Ich hoffe, das kann man sehen in der Kamera. Das ist hier Gandalf von der Hobbit. Und hier haben wir noch einen Stift, der echt cool gemacht ist. Aber halt, sieht von außen cool aus, aber der Stift selber ist halt so ein, ja, 0815 Teil. Ja, okay, bin jetzt nicht so der Herr der Ringe-Fan, ganz ehrlich. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Das muss man ja anerkennen. Ja, weiter geht's. Star Wars Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Und das ist ein Original-Film-Schnipsel aus dem Film quasi. Sowas gab es ja schon öfters in anderen Boxen, glaube ich. Ich glaube, das erste Mal ist in der Loot Chest. Ist auf jeden Fall cool, wenn man jetzt so Fan der Reihe ist. Ist das auf jeden Fall cool, denke ich mal. Ich weiß nicht, was sowas wert hat. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Aber macht auf jeden Fall was her. Dann haben wir hier noch unten als letztes You're Fired. Ist das von Zurück in die Zukunft? Vielleicht? Ich weiß nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Das ist echt so Faxpapier. Also auf jeden Fall cool gemacht. Cusco, ich weiß es nicht, ob das von welchem. Ich würde jetzt meinen, dass es von Zurück in die Zukunft ist. Das war's, die Box ist leer. Achso, ich wollte euch ja nochmal schnell das Kissen jetzt in ganzer Pracht zeigen. Ich hoffe, das geht so. Also ist echt schönes Kissen, kann man nicht sagen. So, schauen wir mal, was das Notebook uns sagt. The Innovation is coming. Was dat? Wir kommen zum Hydra-Test, Stresstest. Was? Ihr habt einen Code, wenn ihr braucht. So, hier haben wir wieder so ein paar Fakten. Hier ist noch ein Rabattcode. Ah ja, das habe ich heute gelesen auf der Facebook-Gruppe. Achso, sorry, ihr könnt es gar nicht lesen. Entschuldigung. Das Loot Chest Team hat jetzt anscheinend einen Minecraft-Server. Und anscheinend noch ein bisschen anderes. Loot Chest.de CSGO. Da könnte ich vielleicht mal vorbeischauen. Ark, Battlefield 4, TeamSpeak-Server und halt Minecraft. Ja, ich persönlich spiele eigentlich kein Minecraft mehr. Das ist irgendwie für mich ein bisschen ausgelutscht, das Thema. CSGO kann man immer mal zocken. Ork habe ich leider nicht. Würde ich vielleicht auch mal testen. Aber egal. So, kommen wir mal zu den Preisen. Das Kissen 17,99 €. Das Breaking Bad Badesalz 9,90 €. Batman Socken 8,99 €. Dann haben wir hier Lesezeichen. Ich kann mich drauf. Lesezeichen ist das Ganze 15 €. What the fuck? Naja, okay. Euro Fired Fax Replika. Da steht kein Preis. Bonka Mini Nerds. Gab's bei mir nicht. Haben sie anscheinend vergessen. Huh. Das ist natürlich das erste Mal, dass bei mir irgendwas fehlt. Krass. Ja. Und das Plus war dieser Schnipsel von Star Wars. 9,99 €. Ja, okay. Also nichts Besonderes. Dann hier wie immer Rocket Beans, Krams und das neue Booklet halt. So viel dazu. Ja, durchwachsene Box, finde ich. Also ich denke mal, ist für jeden was dabei. Wie immer, coole Box gewesen. Viel gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Wie ich das Ganze mache, ob ich da vielleicht jemanden kenne oder so, ich muss mal ein paar Leute fragen, dass das alles noch ein bisschen hübscher aussieht.
Auf jeden Fall, so sieht der Shop bis jetzt aus. Ihr seht hier die Übersicht von den Shirts, die ich zurzeit in dem Shop anbiete. Nochmal vorweg,